Hey Freunde, herzlich willkommen zum Alter Live, wie jeden Freitag um 19 Uhr. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir gemeinsam aus der Woche gehen und schön, dass ihr zu diesem Thema eingeschaltet habt. Ihr seht es hier, Union Glashütte ist heute unser Thema. Wir sprechen heute über die Top 10 Uhren oder 10 Uhren, die ihr aktuell von Union kennen müsst. Und ich freue mich da sehr drauf, denn heute bin ich tatsächlich von einem Event, deswegen habe ich dieses T-Shirt auch an. Ich war heute im Team Union Glashütte, trage übrigens auch. Das ganz vorneweg, schon mal den Wristcheck, eine Union Glashütte. Mehr dazu gleich. Bevor ich da einsteige in die Story, schreibt ihr bitte rein, was ist an eurem Handgelenk? Denn damit müssen wir reinstarten. Womit geht ihr ins Wochenende? Wie gesagt, bei mir ist es die Union Glashütte Noramis und zwar in dieser schicke Diver, letztes Jahr rausgekommen. Ich habe den jetzt die letzten 2 Tage angehabt. Fühlt sich richtig gut an, finde ich richtig gut. Deswegen ist sie auch gleich bei meiner Liste dabei. Aber first things first, schreibt ihr euren Wristcheck rein und ich öffne. Denn ich bin im Osten Deutschlands. Ihr seht, es ist ein bisschen anders hier. Ich bin in Leipzig und da trinkt man Radeberger. Also gehe ich heute mit einem Radeberger aus der Woche und ins Wochenende. So, deswegen, ich bin hier leider im Hotel. Da gibt es auch kein schickes Glas, kein alter Community-Glas. Deswegen muss es aus der Flasche sein. Zum Wohl auf euch. Schön, dass ihr da seid und wir gemeinsam aus der Woche gehen. Yes, schön kühl. Ist kein Kölsch, aber ist in Ordnung, ja? Was will man machen? Ich gehe einmal durch und gucke mir an, was ihr am Handgelenk tragt. Bin sehr gespannt. Vorneweg erstmal der MS Flash, die hat im Urlaub 2 ältere Herren gesehen und einer davon hast direkt erkannt, Dürrstein Gangreserve in Vollgold. So soll das sein. Schön erkennbar. Klasse Look. Der Florian hat die Vintage Air King am Handgelenk direkt mit einer Krone hier gestartet. Neuzugang. Glückwunsch an der Stelle. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Genau so will ich das sehen. Der Martin mit der Breitling Avenger Night Mission und einem Schöfferhofer Grapefruit. Steaks and Fries, der Dirk ist dabei mit der Mido Ocean Star 210 Grün. Natürlich von Alter, das freut mich sehr. Der Frank mit der IWC Ingenieur aus der Documenta Stadt mit dem Documenta Bier. Perfekte Kombi. Watch Domi mit der Tudor Pelagos von der Mosel. Gruß an die Mosel. Der Markus dabei mit seiner Santos und einem Rosé. Lass es dir schmecken, Markus. Schön, dass du dabei bist und schöne Uhr wie immer. Dann haben wir die Grand Seiko am Handgelenk von Mirko, die SLGA 001, 600 Meter Diver, Franziskaner, alkoholfrei. Das ist doch mal ein guter Start ins Wochenende. Wir haben dabei BSB 42, Seamaster 300 am Handgelenk. Sehr schön, lass es dir schmecken, auch zum Wohl. Freue mich sehr. Der Heiko, passend zum Thema mit der Union Glashütte 1893, Johannes Dürrstein Edition, Mondphase und einer Cola. Perfekt zum Thema heute. Team Union ist in the house. Der Sascha hat die Seamaster 300 Meter am NATO-Strap dran. Den Wristshot habe ich gesehen, der hat mich sehr gefreut. Tolle Uhr an einem coolen Band. Aber du hast jetzt mehr als ein Jahr tatsächlich das Stahlband dran gelassen. Das zeigt einfach auch, wie gut dieses Stahlband ist, ne? Muss man einfach mal sagen. Guten Abend, heute mit der Uhr aus Glashütte, allerdings eine Nomos Ahoi Datum. Ich denke, das tolerieren wir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Mike. Tolle Uhr auch. Der Jürgen dabei mit der Mido Ocean Star GMT Alter Edition und ein Weizenmix zum Wohl. Schön, dass du dabei bist. Wir haben den Breitling Navitimer 806 Re-Edition bei X201T. iTom mit der Mechanical Field PVD von Hamilton, den geht auch einfach immer die Uhr. Sehr, sehr schön. Der Quon hat die alte Billiser Sport, die Union Glashütte dabei, auch perfekt. Passt sehr gut zum Thema heute. Konstantin mit der Jemma Superman Heritage, Sherlock's Watch mit der Black Bay GMT und einem Pilz zum Wohl. Der Frank und hat ein Corona zum Wohl an der Stelle. Es ist zum Glück nur der Drink und ein Breitling Colt, eine Breitling Colt am Handgelenk. Florian mit der 556 und ein Gösser, sehr schön. Der Watchcopter Andreas ist immer noch mit der F41 am Handgelenk, sehr schön. Das läuft doch wie geschmiert. Maurice Lacroix Icon Chronograph in Blau von Alter und kaltes Wasser. Stay hydrated, immer gut. Root Beer, wahrscheinlich die Rolex, denke ich, oder das Getränk, ich bin mir nicht ganz sicher. Der Reinhard die Aquaterra am Start. Grüße aus Troisdorf mit der G-Shock. Eine G-Shock ist dabei und Bananenweizen. Sehr gut. Black Bay 36 aus der Hauptstadt, aus France tatsächlich. Ah, das Textilband ist aus France. Und ein Warsteiner dabei. So soll es sein. Guten Abend nach Dortmund. 11 Jahre alte Certina DS Multi 8. Hier ist die Apple Watch dabei und ein Köstritzer. Radeberger, gute Wahl zum Wohl. Das freut mich sehr schön, dass du das so siehst. I like.
Der Micha mit der Oris Aquis GMT und eine O-Saftschorle. Das ist gesund. Willisa Sport passend dazu, passend zum Thema. Benne auf der Sachsen Klassik. Was ist denn im Osten anders? Richtig, so ist es. Ich war heute auf der Sachsen Klassik. Mehr dazu jetzt gleich. Wir gehen noch einmal ganz kurz durch. Der Anil ist dabei. Schön, liebe Grüße. Ah, New Watch Alert mit der Tudor Black Bay Pro. Hammer. Sehr, sehr nice. Und das Domkölsch dazu. Glückwunsch zur neuen Uhr, Anil. Freut mich sehr, dass du da bist und dass du deine neue Uhr mitgebracht hast. Der Ralf ist dabei mit der Mido Oceanstar GMT und ein Guinness dazu. Wir haben die Seamaster Diver 300 Meter dabei, eine Sinn 556, eine Hamilton Khaki Field, eine PRX, Tudor Black Bay 58 von Alter Berlin und vom Jörn. Seit 2 Wochen nicht mehr vom Arm zu kommen, das kann ich mir gut vorstellen. Laco Erbstück, Longines Spirit ist dabei. Wir haben, wo sind die Wrist Checks? GMT Master 2 und ein Peroni, die Sinn U1000, wir haben die Tagheuer Aqua Racer, wir haben die Noramis Chronograph dabei, tolle Uhr, wir haben die Tissot Gentleman, Seamaster Diver, Stova Flieger und es geht immer weiter. Frage von Henry an der Stelle, lass uns einsteigen. Ja, ich bin in Leipzig aktuell. Das liegt tatsächlich daran, dass mein Bruder seinen Abschluss feiert. Wir sind morgen hier und feiern den Abschluss, den Masterabschluss meines Bruders und da ist die ganze Familie also nach Leipzig in den Osten gereist. Und passend dazu habe ich erfahren, dass Union Glashütte in diesen Tagen, also gestern, heute und morgen, die Sachsen Classic sponsert. Das ist eine Oldtimer-Rallye, wo ich dachte, das passt doch eigentlich ganz gut, wenn ich da eh im Osten bin, mal diese Rallye zu sehen und mit Union ein bisschen, ja, das zu erleben. Was machen die da eigentlich? Was ist das eigentlich? Oldtimer Rallye, hatte ich gar keine Ahnung von. Habe heute einiges an Content aufgenommen und da kommt auf jeden Fall noch ein Video, sodass wir ein bisschen gemeinsam, ja, das erleben können, dass ich das mit euch teilen kann, was da so passiert ist. Es ist wirklich beeindruckend, eine tolle Veranstaltung. Leider war das Wetter nicht ganz so gut. Aber ich war im Team Union, ich war hinten drin in so einem Oldtimer und habe mir das Ganze angeguckt und konnte ein bisschen Videos machen, hat großen Spaß gemacht und dabei eben mit der Union Glashütte Noramis, die auch gleich meine erste Uhr sein wird. Aber das einfach nur zum Hintergrund, deswegen bin ich hier, deswegen trage ich dieses T-Shirt hier, weil ich eben heute im Team Union war. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein in die 10 Uhren von Union Glashütte, die ihr aktuell auf dem Schirm haben müsst und viele von euch schon am Handgelenk haben, wie ich eben gelesen habe. Die erste Uhr ist die, die ich hier gerade am Handgelenk habe, mit der starten wir rein. Ich zeige sie euch hier, es ist die von Union Glashütte, die Noramis Datum Sport. Viele von euch kennen schon die Belisa Datum Sport, sportliche Taucheruhr in einem guten Design. Die hier ist ein Ticken kleiner als die Belisa. Ich zeige sie euch einmal hier kurz in die Kamera. Die ist letztes Jahr rausgekommen, hier mit einer Keramiklünette innerhalb der Noramis-Kollektion mit einem schönen Sichtboden in Union-Qualität, wie wir das kennen. Sehr, sehr cooler Fit, auch von der Höhe her. Nicht zu hoch, sitzt echt gut. Das Saphirglas baut sich so ein bisschen auf. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt hier für das dezente Schwarz entschieden. Ihr kennt mich, ich trage häufig schwarzes T-Shirt, deswegen dachte ich, passt das ziemlich gut. Und das hat auch gut gepasst. Ist wirklich eine schöne Uhr. Hier an diesem Textilband kommt die. Die gibt es auch, meine ich, noch an einem Milanese-Band. Aber ich habe sie eben hier an diesem Textilband angeworfen und hatte echt einen guten Fit mit der Uhr. Hat großen Spaß gemacht. Für 2.200 Euro bietet Union die Uhr an. Wir haben das Uhrwerk, was da drin ist, ist ein UNG 07 S1, also mit Siliziumspirale. 60 Stunden Gangreserve, das heißt keine Angst vor Magnetismus, egal was passiert, da passiert nichts. 25.200 Halbschwingungen pro Stunde. Wir haben 42 mm im Durchmesser, ich zeige es euch hier nochmal rein, und knapp 13 mm in der Höhe. Da ist am Ende noch ein bisschen aufgebautes Saphirglas, sodass das dadurch ein Ticken höher wirkt, ist aber extrem flach, muss ich ganz ehrlich sagen. Trägt sich ähnlich wie die Seamaster Diver 300 Meter, wenn nicht sogar noch ein Ticken flacher. 200 Meter Wasserdichtigkeit, auch da musst du dir natürlich um nichts Sorgen machen. Und hier ist dieses Textilarmband dran. Gibt es aber, wie gesagt, auch noch in einer Milanese Stahlvariante. Ich persönlich muss sagen, das war meine Wahl. Ich konnte mir im Prinzip aussuchen, welche Union ich auch immer haben wollte. Und die ist es am Ende geworden. Das Degradé-Ziffernblatt, wie findet ihr das? Könnt ihr das gut sehen? Es verläuft so ein bisschen, ist ein etwas, ja, ich sag mal, intensiverer Sonnenschliff. Datum auf 3 Uhr, praktisch, gut gestellt, gut lesbar. Ist ein Leuchtkeks, würde der Mr. B sagen. Die leuchtet relativ viel, tatsächlich die Indizes und die Zeiger. Tipptopp,
Keramiklünette, was will man mehr? Also ich glaube, wenn man, wer noch keinen Diver hat oder vielleicht was anderes sucht, so ein bisschen Vintage inspiriert, ne, die hat so, schon so ein paar bisschen Vintage-Touch, definitiv eine Uhr, die man auf dem Schirm haben sollte. Der Watchcopter, der Andreas sagt, hatte sie schon am Arm, ein absolutes Träumchen. Sehr gut. Der Ring sieht breit aus oder täuscht das? Meinst du den Ring, den Ehering? Der ist okay, der ist nicht so breit, glaube ich. Der Drehring auf der Uhr hier ist, glaube ich, voll in Ordnung. Im Soll. Der Wolfer sagt, der Katalog neben ihm, sehr, sehr schön. Oldtimer Rally sind immer super zum Anschauen oder auch zum Mitfahren. Also beides, was du da für Uhren teilweise siehst, ist was Uhren auch, viele schöne Uhren, aber was du da für Autos siehst, unfassbar. Also viele von denen kannte ich auch gar nicht. Muss ich immer ein bisschen nachfragen und verstehen, was das für Autos sind. Sehr beeindruckend, hat großen Spaß gemacht. Union fliegt unterm Radar. Und ja, Markus, das ist eine schöne Uhr. Bin ich absolut bei dir. Sieht super aus, Preis ist auch super. Und Union ist eine der Marken, ne? Wir erleben das ja aktuell, dass viele Marken in den Preisen hochgehen. Union hat dieses Jahr eine Preiserhöhung gemacht. Das erste Mal in 8 Jahren, habe ich mir sagen lassen. In 8 Jahren. Und es ist auch keine weitere Preiserhöhung geplant oder kommuniziert aktuell. Die versuchen den Preis da auch stabil zu halten. Also die fahren also ein bisschen eigene Strategie und versuchen das auch ein bisschen abzuwehren, sage ich mal. Aber auf jeden Fall stimmig, gefällt gut. Der Jürgen sagt auch, schönes Stück. Und ja, Stefan, mal schauen. Schauen wir uns gleich an. Schönes Stück, kann man nicht viel falsch machen. Und der Preis ist wie immer angemessen bei Union Glashütte. Kleines Wort zu dem Uhrwerk. Das ist das Uhrwerk. Die Uhrwerke werden gemeinsam mit der ETA entwickelt. Dann werden die in der Schweiz gefertigt. Also die Einzelteile werden dort gefertigt. Dann im auseinandergebauten Zustand nach Glashütte geschickt und dann von Glashütte, von Union gefinisht. Teilweise machen die dann am Ende noch einen Schliff drauf oder die Räder, einen Sonnenschliff oder die Streifen und bauen die komplett dort zusammen, weil die auch ihre Fertigungstiefe größtenteils in Glashütte haben müssen. Das ist, um halt Glashütte draufschreiben zu können, muss auch Glashütte drin sein. Aber das nur zur Info, und das sind keine Werke irgendwie von der Stange, die einfach zugeliefert werden, eingebaut werden, sondern Union hat da Spezifikationen. Die haben viel mit Longines zusammen, haben die Werke gemeinsam entwickelt. Das nur zur Info. Schöne Uhr, wenn man noch keinen Diver hat, wenn man noch einen Diver braucht, genau. E-Autos waren keine dabei tatsächlich, aber witzigerweise beim Zieleinlauf hat der Kommentator gesagt, da fuhr gerade ein Mercedes EQS vorbei, was so die Premium-Variante von dem Elektroauto von Mercedes ist. Und er meinte, ja, und da fährt ein junges Modell vorbei, der ist sehr neidisch, dass er erst in 30 Jahren hier mitfahren darf bei der Sachsen Classic. Das fand ich ganz witzig, echt spaßig. Genau, kann ich sagen, was da für ein Werk drin ist? Wie gesagt, das, was ich gerade eben vorgelesen habe mit Siliziumspiralfeder. Sicherlich ist da irgendwo eine ETA-Basis, aber das sind trotzdem nochmal Spezifikationen, eigene Anforderungen, die Union da hat. Also der Name des Werkes war UNG 07 S1. Was da genau die Basis ist, habe ich leider aktuell keine Info. Sascha fragt, ob die auch aus Saphirglas ist. Die ist hier aus Keramik. Bei der Belisa ist die Lünette aus Saphirglas. Hier ist sie eben aus Keramik. Kommen wir gleich noch zu. Die habe ich natürlich auch dabei. So, ist the Union Bracelet high quality? I would say this bracelet here in the textile is high quality. Fühlt sich richtig gut an. Fühlt sich wirklich am Anfang natürlich ein bisschen steif, it's a bit stiff. Aber die Metal Bracelets sind alle High Quality, oft mit the Butterfly Clasp. Aber ich finde in der Verarbeitung, the Finishing is great. Kleiner Exkurs, sorry dafür. Okay, genau, guter Punkt hier, dass da Siliziumspiralfeder drin ist, sollte man da hinzufügen. Bin ich bei dir, nehmen wir auf. Lass uns weitermachen und darüber sprechen, was die zweite Uhr ist, die ich für euch dabei habe. Denn wir bleiben in der Noramis-Kollektion und gucken uns hier die Noramis Chronograph an. Auch letztes Jahr neu vorgestellt, in einem sehr stimmigen Design, wenn ihr mich fragt. Hier seht ihr sie an dem Milanese-Armband. Und was an der echt besonders ist, ist das Datum auf 9 Uhr. Sieht man sehr, sehr selten tatsächlich, dass man ein Datum auf 9 Uhr hat. Aber ich finde es tatsächlich ganz intelligent integriert. Klar, hat nicht diese Symmetrie, die ich mir immer wieder wünsche, aber ich finde den Release super. Und wenn man die Uhr mal am Handgelenk hat, dann weiß man auch warum. Also ich hatte die auch die Tage am Handgelenk und finde die klasse. Also wirklich sehr, sehr schön. Du hast trotzdem zwei Totalisatoren, gibt so ein bisschen doch die Symmetrie und auch der Look der Uhr mit den keilförmigen Indizes und den
Zeigern. Das passt einfach zusammen, so wie wir das von der Noramis-Kollektion kennen. Vorher eher Dresser gewesen, jetzt eben mit dem Diver und auch mit dem Chronograph. Meines Erachtens eine der ansprechendsten Kollektionen, vor allem neben der Belisar-Kollektion von Union. Auch hier ist ein UNG 27 S2 drin, auch da ist Silizium-Spiralfeder drin, diese S1, S2-Angaben, da wisst ihr immer, das sind Silizium-Spiralfedern drin. Gehäuse 42 mm, bisschen höher im Aufbau, 14,45 mm und 100 Meter Wasserdichtigkeit, was natürlich für einen unverschraubten Chronopusher super ist. Also da, das gefällt mir auch gut, Alltagstauglichkeit par excellence. Und hier ist das Milanese-Armband dran, wie wir es uns wünschen. Genau, hier haben wir noch ein paar Alternativen, kommen wir gleich auch noch zu. Und das für 3.350 Euro. Ich meine, ein Chronograph, ihr kennt das Ganze, ist immer ein bisschen teurer. Und das auch noch mit einer Silizium-Spiralfeder. Und wie gesagt, Union baut da einiges auch selbst zu Hause in Glashütte zusammen. Und ich finde das vom Design her sowieso super eigenständig. I like it. Wie seht ihr das? Was gefällt euch? Dem Ralf gefällt Milanese nicht wirklich. Der Mike sagt, aber wir haben schon drei Union-Glashütte im Haus, also jetzt geht erstmal nicht weiter. Michelino sagt, mir war nicht bewusst, dass ETA noch Uhrwerke in Einzelteilen verschickt. Ist das noch so? Dachte, die kommen komplett an und werden wieder auseinandergenommen. Nein, schau dir das Video auf unserem Kanal an, wo wir Union-Glashütte besucht haben. Da zeige ich euch, da sehen wir tatsächlich, wie in Glashütte die Tütchen ankommen mit allen Rädern, die dann auseinandergefriemelt werden und dann in Pakete zusammengepackt werden für die einzelnen Uhrwerke, damit die Uhrmacher die zusammenbauen können. Die kommen in Einzelteilen in Glashütte an. Das ist bei den meisten Herstellern wahrscheinlich nicht so, aber in Glashütte ist das so. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung tatsächlich, ob das bei den anderen auch so ist oder nicht. Ich weiß nur, dass es bei Union Glashütte so ist, dass die auseinandergebaut ankommen. Auch sehr schick. Ich glaube, hier gibt es auch die limitierte graue Version. Andreas, du spielst mir hier einen Laufpass zu. Kommen wir gleich zu. Tolle Uhr auf jeden Fall. Noramis Chrono, sportlich und zeitlos. Und ja, und genau da gehen sie richtig rein. Das finde ich bei dem Diver schon, aber bei dem Chrono machen die das genauso. Coole Drücker, Datum auf links ist cool, da ein anderes Band dran. Gibt's auch, und das zeige ich euch jetzt tatsächlich gleich direkt. Meine Lieblings-Noramis ist die grüne mit dem tollen Ziffernblatt im Metallic-Grün oder auch die gerade erst vorgestellte Paul Peach Sonderedition. Auch klasse. Sonderedition, lass uns da direkt drauf gucken. Habe ich für euch natürlich vorbereitet, denn hier kommt die Sachsen Classic Sonderedition. Das ist ein ganz anderes Armband. Hier so ein Racing-Armband, ne? Für die Sachsen Classic 2022. Ist tatsächlich ein Modell. Ihr seht hier, wir haben nur zwei Stück verfügbar. Die Leute von Union Glashütte haben mir eben noch erzählt, dass diese Uhr bei den meisten Juwelieren schon restlos ausverkauft ist. Wir haben bisher noch nicht ganz so viel drüber gesprochen, noch nicht so viel Marketing dazu gemacht. Und da gibt es, glaube ich, auch nur 250 Stück von. Und davon sind ja nicht alle nach Deutschland gekommen, aber die nach Deutschland gekommen sind, sind eben schon verteilt. Das heißt, wer da Interesse dran hat, das ist echt spannend. Limitierte Edition zur Sachsen Classic, die geht immer gut weg. Und hier haben sie, was sie da ergänzt haben, ist einmal das Armband und sie haben hier die Sekundenzahlen für den Chronograph draufgeschrieben. Und da, heute habe ich verstanden, wieso das so ist, denn bei der Rallye ist es so, dass du teilweise, und jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg von dem Video, was ich am Ende produzieren werde, oder wir produzieren werden, aber du hast teilweise so Werteprüfungen und da musst du innerhalb von einem gewissen Zeitfenster eine bestimmte Distanz ablegen. Das heißt, du musst manchmal 150 Meter fahren und die in genau 35 Sekunden. Es geht nicht darum, wer kann die 150 Meter am schnellsten fahren, sondern wer kann sie genau 35 Sekunden fahren. Und dann sind manchmal verschachtelt die ersten 100 Meter in 20, aber die zweiten 50 Meter in 8 Sekunden, keine Ahnung. Aber solche Sachen machen die da. Und da ist so ein Chronograph natürlich mega wertvoll. Und vor allem, wenn du hier die Hilfestellung hast von den arabischen Ziffern, die dir sagen, okay, da das einfach nur mal nochmal präsent ist. Ne? Klar kann das jeder lesen, aber da kommt es auf Millisekunden an, wie schnell du reagierst und wie schnell du weißt, wie viele Sekunden schon vergangen sind. Und das finde ich cool. Also heute, nachdem ich da dabei war, weiß ich, wieso die sich dafür entschieden haben. Das finde ich wirklich cool. Und der Markus sagt, mit dem Lederband könnte ich über das Datum hinwegsehen. Ja, siehst du. Das Lederband gibt es wirklich bestimmt auch so zu kaufen, nagelt mich nicht fest. Aber ich glaube schon, dass das mit Sicherheit auch so zu holen ist.
Bester Oldtimer Rally ist Köln-Ahrweiler, da geht wenigstens die Post ab. Ja, glaube ich. In Köln geht immer die Post ab, Sascha. So ist das. Also, das ist die Sachsen Classic, passend zum Thema heute. Die Sachsen Classic endet morgen. Also, vielleicht ist das nochmal ein guter Zeitpunkt, jetzt drüber nachzudenken, falls ihr den Chrono auf dem Schirm habt. Ab morgen ist das Ding auch durch und dann ist die Sachsen Classic 2022 Geschichte. Auf euch. So, weiter im Takt. Das war die Noramis. Weiter geht's mit der Averin. Auch eine Wahnsinnsuhr. Man denkt auf den ersten Blick, oh, hier viereckig, habe ich schon mal gesehen. Aber das ist ein ganz, ganz eigenes Öhrchen. Wir haben hier eine Datumsanzeige. Ich gucke mal, ob ich da reinkomme. Guck mal hier. Ich habe hier eine Datumsanzeige, die mit Hilfe dieser, ist ein Pointer-Date, ja. Also das heißt, ein Zeiger angezeigtes Datum. Also kein Fenster, sondern eben ein Zeiger. Und das ist in drei verschiedenen Ebenen festgehalten. Die erste Ebene, Tag 1 bis 10, ist in der ersten, Tag 11 bis 20 in der zweiten und die restlichen eben in der dritten. Und dafür gibt es drei verschiedene Zeiger auf dieser Uhr. Wahnsinnig. Wahnsinnig interessant und was Union dafür gemacht hat, die muss natürlich ein ganz eigenes Uhrwerk entwickeln, weil das siehst du ja sonst nirgendwo. Finde ich richtig spannend. Plus dazu noch die Tagesanzeige, also den Wochentag, den Monat, eine Mondphase, eine kleine Sekunde und ich glaube hier ist sogar eine 24-Stunden-Anzeige, ob Tag oder Nacht ist. Du hast hier alles drauf in einem sportlichen Look, in einem coolen Design. Die Averin, also der Brandmanager von Union Glashütte, mit dem ich auch viel Zeit verbracht habe, heute, liebe Grüße an der Stelle, trägt die tatsächlich und der hat wirklich, der kann alle Union Glashütte Uhren tragen und hat bisher immer, wenn ich ihn gesehen habe, dieses Modell an. Ich finde, dass vor allem auch die Pusher hier, das sind ja keine Pilzpusher, sondern eher so flache, rechteckige Pusher, die passen super zum Gehäuse, geben der Uhr eine richtig schlanke Silhouette und ja, meines Erachtens eine Uhr, die man definitiv auf dem Schirm haben muss, wenn man sich überlegt, eine Union zuzulegen oder halt ein Chrono oder einfach eine besondere Uhr auf dem Schirm hat, dann ist die Averin definitiv da eine Option. Mit 3.400 Euro auch da für sowas Besonderes findet man eher selten, würde ich sagen. Und auch hier schöne Silhouette, schöne Politur und natürlich auch da ein Union-Uhrwerk drin. Ihr seht das hier, gebläute Schrauben, tolle, tolle Perlage drauf. Der Rotor passiert sowieso komplett da in Glashütte. Auch hier die UNG 25 S1, 60 Stunden Gangreserve, also Basis wahrscheinlich ähnlich wie die wir eben gesehen haben, aber eben mit ein bisschen mehr modularen Komplikationen obendrauf wahrscheinlich. Wir haben auch hier Feedback vom Jürgen. Super Uhr, kann ich nur empfehlen, auch wegen der Beratung vor Ort durch Herrn Fliehhöfer. Liebe Grüße an den Tobias, danke dafür. Haben sich die fast 400 Kilometer gelohnt. Wir sehen uns bestimmt wieder. So soll es sein. Glücklich mit der Uhr. Tolle Uhr, wie ich finde. Haben wir jemanden im Chat, der die Uhr kennt oder hat? Habt ihr die? Interessante Lösung, jedoch sind die drei Zeiger für das Datum etwas störend, da immer nur eins im Einsatz ist und das Ziffernblatt teils verdecken. Stimmt, wahrscheinlich ist das im Alltag aber etwas, wo man sich ein bisschen dran gewöhnt, kann ich mir vorstellen. Aber auf den ersten Blick hast du natürlich recht, ist das so. Bestimmt ein Valjoux-Werk gehe ich auch von aus, vor allem dank der Anordnung der Totalisatoren. Da gehe ich auch von aus, dass das ein Valjoux-Werk ist. Wäre eine Alternative zu Tag Heuer Monaco, genau. Definitiv auch als eckige Uhr eine Option. So, Ilja, vielen lieben Dank. Ja, Daumen nach oben ist die Währung hier auf YouTube. Ihr wisst es, freue ich mich natürlich immer sehr drüber. Sehr, sehr gerne. So, ja, genau, ist viel auf dem Blatt. Eckige Uhren sind cool, sagt der Jörn. Wirkt ziemlich groß. Lass mich noch mal kurz reingucken, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. 41 Millimeter. 15,5 mm in der Höhe, aber 41 mm im Durchmesser. Wobei da auch immer bei eckigen Uhren natürlich die Frage ist, wie misst man das? Wahrscheinlich ist das die Breite. Also ist schon, hat schon seine Präsenz. So viel steht fest. Okay. Antares sagt, SpongeBob könnte die gut tragen. Andreas hat sie noch nie gesehen. Gut, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Und auch wenn man zu spät kommt, überhaupt kein Problem. Schön, dass du da bist. Ah, das ist der Jürgen ja sogar. Habt die von Tobi aus Köln. Super Uhr, sehr viel Komplikation. Gefällt dir sehr. Freut mich sehr, Jürgen. Schön, dass du da bist. So soll es doch sein. Das war nicht abgesprochen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, das war jetzt so ein bisschen ich sag mal, etwas, was man so ein bisschen ausgefallener, was man auf jeden Fall am Schirm haben sollte. Eine Uhr, die ihr fast wahrscheinlich auch die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden, und wir haben eben schon kurz angeschnitten, ist
die Belisar Sport Datum, so der Vorgänger von dieser Taucheruhr hier, während wir Union eher über Chronographen und über Komplikationen und vielleicht eher klassische Uhren kennen, war die Belisar Sport Datum wahrscheinlich eher so das, ja, das Modell, was viele Leute für sich auf den Schirm genommen haben. Wir haben sie natürlich auch als Altair Edition vorgestellt dieses Jahr, die ja leider auch schon komplett weg ist, oder zum Glück, also ich habe mich natürlich darüber gefreut, finde aber, dass das eine ganz, ganz tolle Uhr ist. Zum einen sehr simples Design, super clean, Saphir-Lünette, zweithärtestes Material im Universum nach dem Diamanten, das heißt unzerkratzbar. Die Flanken bestehen aus Kautschuk, sieht man jetzt hier relativ schlecht, aber wahrscheinlich hier, wenn ich jetzt hier mal ranzoome, dann seht ihr hier, die Flanken bestehen aus Kautschuk, auch da passiert nichts. Hier dabei eben Kautschukband, tolle Uhr, tolle Materialien, die hier kombiniert werden meines Erachtens und insgesamt ein sehr eigenes Design mit diesen robusten Zeigern. Wir haben wirklich eine gute Lesbarkeit, die leuchtet sehr, sehr stark und auch hier wieder ein UNG 07 S1 drin, 60 Stunden Gangreserve, also auch da Siliziumspiralfeder. 200 Meter. Die Größe ist ein Punkt, der natürlich vielen Leuten, manche werden sagen, ja, genau meine Größe. Manche werden sagen, nee, ist mir viel zu groß. An meinen 18,5 wirkt sie groß. Wenn man aber auf große Uhren steht, dann ist das, glaube ich, trotzdem eine sehr, sehr gute Option. 12 mm in der Höhe sind demhingegen in den Proportionen tatsächlich super angenehm und 200 Meter Wasserdichtigkeit gehen sowieso klar und machen dir eigentlich im Alltag, sind das quasi No-Brainer. Du hast ein Datum auf 6 Uhr, schafft die Symmetrie, gefällt mir gut. Und was ich auch cool finde, auch der Sekundenzeiger leuchtet im Dunkeln. Das heißt, du kannst auch die Sekunde nachvollziehen, wenn es dunkel ist. Braucht man das? Keine Ahnung. Ich finde es trotzdem cool. Und dass die einfach komplett beschichtet ist, die Sekunde mit einer Luminova, das finde ich schon gut. So, Belisar Datum Sport habe ich, aber da gibt es nur eine Edition, die die beste ist. Das ist die alte Edition. I like it. Freut mich, Lukas. Schönen Abend, Grüße vom Flughafen in Hamburg. Ab in den Urlaub, lass es dir gut gehen. Coole Uhr und das Gehäuse finde ich sehr gelungen, aber ist groß, ist definitiv groß. Und deswegen hat Union dann wahrscheinlich auch mit der hier eine 42er nachgelegt, die ein bisschen, ja, ich sag mal, vielseitiger ist oder für mehr Menschen in Frage kommt. Christian sagt, trägt sich sehr bequem, habe aber trotzdem schon einen Kratzer auf dem Ziffernblatt. Das sind immer diese doppelten Entspiegelungen. Ah, okay, verstanden. Vielleicht ein Garantiefall, bin ich mir nicht sicher, aber könnte man mal anklopfen. Aber ja, habe ich verstanden, könnte da ein Thema sein. Okay, also das ist die Belisar. Damit sind wir jetzt in die Belisar-Kollektion gegangen. Der Maximilian sagt, ich liebe diese Uhr, super Diver. Viele Grüße aus Lars Hütte. Ja, Hammer. Schön, dass du bist sogar direkt an der Quelle. I like it. Zum Wohl. Freut mich sehr. Und der Torben, siehst du, der Torben sagt, 45 mm ist die richtige Größe. Das kommt immer auf euch an, ne? Also ganz klar. Und die hat jetzt nicht überdimensionierte Hörner, sodass sich die, vor allem mit dem Kautschukband, jetzt geht das Kautschukband relativ schnell runter, sodass ich sagen muss, glaube ich, ist eine Uhr, die vielen Leuten auf dem Papier so ein bisschen abschreckt, aber wenn man sie mal anlegt, ist sie tatsächlich eine sehr, sehr gute Option. Ja, genau, auch gut und ja, leider zu groß. Wie gesagt, anprobieren ist immer die oberste Priorität. Lass uns in der Belisar-Kollektion bleiben, denn die hat Union schon über Jahre hinweg sehr gut ausentwickelt. Das hier ist eine Neuvorstellung von diesem Jahr, das ist der Belisar Chronograph. Dieses Mal in Grün, natürlich in Grün. Grün ist die Trendfarbe schlechthin. Die geht richtig, richtig gut. Ist eine Uhr, die sehr gut ankommt, vor allem mit diesem Lederarmband. Das ist ein sehr bequemes Lederarmband. Dazu kommt eine Faltschließe von Union Glashütte. Hier haben wir, glaube ich, so ein bisschen den Blick auf die Faltschließe. Da könnt ihr es ein bisschen sehen. Sehr cinematische Bilder hier. Aber ja, ich glaube, wenn man hier so ein bisschen im Dunkeln, da schimmert das Grün noch ein bisschen, aber wirkt natürlich auch sehr, sehr dunkel. Hier haben wir vielleicht auch nochmal einen anderen Shot, der so ein bisschen besser beleuchtet ist. Sehr schöne Uhr, hat eine farbliche Abgrenzung mit diesen 3D-Effekten in den arabischen Ziffern. Muss einem gefallen, natürlich, ne? Wird definitiv polarisieren, genauso wie römische Ziffern manchmal polarisieren, aber vor allem in diesem 3D-Effekt. Wenn ihr das cool findet, dann ist das definitiv eine super Option. An sich ist das eine Weiterentwicklung dieser Uhr, die ja vorher schon in
ich glaube, in so einem Beige-Ton vorgestellt wurde und jetzt eben in einem Grün nachgelegt wurde. Weißes Datum auf 6 Uhr in weißem Totalisator, finde ich intelligent, gibt der Uhr Symmetrie und alles in allem eben, ja, ein schöner Chronograph, 2750 Euro, auch da wieder ist ein UNG-Werk drin mit Silizium-Spiralfeder, 65 Stunden Gangreserve, 44 mm in der Größe, also ist auch keine kleine Uhr, aber natürlich auch dank der Pusher und so, das trägt sich auch ziemlich groß. Und auch hier in der Belisar-Kollektion, lass mal gucken, ob ich da ein Bild finde, werdet ihr sehen, haben wir auch wieder so aufgesetzte Flanken. Da hier ist die Schraube drin. In dem Fall ist das eine Stahlflanke, die hier drauf ist. Aber im Service, wenn da Kratzer oder Probleme drin sind, dann werden die Dinger einfach ausgetauscht. Genauso wie die Kautschukflanke, die wir eben bei dem Diver gesehen haben. Sehr praktisch und eben was anderes auch vom Design her. Da macht Union einfach, geht da so ein bisschen einen eigenen Weg und ich glaube, das kann man echt nur gutheißen. Belisar Kronos wirklich top. Die Farben grün, weiß mit den roten Akzenten ist der Hammer. Gute Kombination, vor allem auch so im Racing-Style. Dafür ist ein Chrono ja da, wie ich heute erleben durfte. Und ja, der Mike ergänzt noch hier, die Fallschließen mit dem Finish sind immer top. Auch im Inneren der Fallschließen ist immer so ein bisschen Perlage drin bei Union. Das ist wirklich klasse. Genau, und der Stefan sagt hier, die hat er in Elfenbein. Genau, das ist so Elfenbein, nicht beige, sondern Elfenbeinfarbe. Tolle Uhr, die sowieso gut funktioniert. Kann ich das Pulsometer erklären? Sehr gerne, wenn wir einmal auf ein Bild gehen, wo ich das gut sehen kann. Dann geht es hier los. Wir haben hier das Pulsometer. Ich starte den Chronographen und zähle, bis ich glaube, 10 Pulse bei meinem Patienten gemessen habe. Wenn der Severin in den Kommentaren ist, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und wenn ich dann 10 gemessen habe, dann stoppe ich den Chronographen oder lese ihn ab und weiß dann, was der Puls ist von meinem Patienten und kann dann auf der weißen, anhand der roten Zahlen mit weißem Hintergrund ablesen, wie viele Pulsschläge pro Minute passieren. Ich hoffe, dass ich da mit der 10 richtig lag. Das war jetzt tatsächlich ein leichter bisschen geraten, aber ich glaube, das würde Sinn ergeben. Wenn ihr das besser wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Der Jürgen sagt hier, der 3D-Effekt hat was von Wild West-Style. Ja, absolut. Hat auf jeden Fall was aus einer ein bisschen anderen Zeit, ein bisschen anderes Lebensgefühl. Finde ich auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Markus sagt, grüner Chrono. Finde ich sehr schön. Ist super. Ey, also das Feedback ist doch mal mega auch. Also immer, ne? Das Feedback ist eigentlich immer mega zu Union-Uhren, weil sie einfach was Eigenes machen. Es ist kein Einheitsbrei, es ist immer eine eigene Designsprache und die geben einfach Gas und machen auch tolle Uhrwerke. Freue mich sehr darüber, dass ihr das so seht. Und guter Preis, ne? In 42 mm wäre cool. Da bin ich bei dir. Ein bisschen kleiner, ein Ticken kompakter. Geht immer, ne? Macht die Uhr dann vielleicht auch ein bisschen flacher, wobei das Uhrwerk dann vielleicht ein bisschen Probleme macht. I'm not sure. Genau, die Perlage in der Schließe, die war's. Genau, Datum auf 6 Uhr ist super, geht in dem Fall unter. Wenn man weiß, dass es da ist, dann findet man es, glaube ich. Also bin mir nicht sicher. Genau, immer das Thema live anschauen, selbst anlegen, egal welche Marke, egal welche Größe. Man kann es oft nicht oft genug sagen. Es macht doch am meisten Spaß, ne? Zum Konzi zu gehen und mal ein paar Uhren anzulegen und anzuprobieren. Ich glaube, dass. Ja, das ist so. Genau, Frage hier, gibt es Union Fliegeruhren? Der Wolper sagt, ja, gibt es. Und gleich zeige ich euch auch natürlich auch noch eine. Wir haben ja auch noch ein paar Uhren, über die wir hier heute sprechen. Deswegen, guter Punkt, lasst uns da direkt weitermachen. Ich habe zum Glück, der Christoph sagt, ich habe den Pulsometer richtig erklärt. Freut mich sehr. Übrigens, Christoph, ja, neues Teammitglied. Froh, dass du dabei bist. Schön, dass du auch im Live am Start bist. Genauso soll es sein. Freue ich mich sehr. Okay, dann schauen wir weiter. Nächste Uhr, Union Glashütte, weiter in der Belisar und zwar Chronograph Mondphase. Wir ergänzen hier jetzt die Mondphase. Auch hier unschwer zu erkennen, natürlich eine Valjoux-Basis, aber auch da wieder aufgemotzt, will ich mal sagen. Auch wieder hier mit einer Silizium-Spiralfeder drin. Aber eigentlich ist es hier vor allem der Look der Uhr, der die meisten Leute packt. Das ist so ein bisschen, ob das Kühlergrill-Waben-Look. Sowas Einzigartiges gibt es bei ganz wenigen Herstellern, finde ich. Du hast trotzdem den Belisar-Look, also du hast immer noch die Identität, da seien es jetzt hier die Zeiger oder die Pusher oder das Gehäuse, aber du hast dazu eben ein Ziffernblatt, was du so kaum woanders finden wirst. Manche machen skelettiert, manche machen irgendwie mit einem Saphirglas, dass du so ein bisschen durchgucken kannst, dass es so rauchig aussieht, aber in so einem Waben-Look macht keiner.
Mondphase dazu, hier wieder die ganze Komplikation, Klaviatur durchgespielt, Datum, Tag, Monat und der Pointer-Date natürlich hier. Alles dabei, 24-Stunden-Anzeige, Mondphase, hier noch so eine leichte Schallplattenrifflung. Ich feiere die Uhr, sie ist groß, muss man dazu sagen, sie hat auch ihre Präsenz, lass mich mal ganz kurz gucken, also erstmal hier der Preis, 3.350 Euro, aber Gehäuse, 44 mm wieder, auch 15 mm in der Höhe, 100 Meter Wasserdichtigkeit und auch das Uhrwerk wieder ein UNG, hier das 2501, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen blank, ob da ist dann wahrscheinlich keine Siliziumspiralfeder drin, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, 60 Stunden Gangreserve, tipptopp, ne? Hier, auch der Jürgen sagt, sehr schöne Komplikation mit der Mondphase, wirklich toll, kannst nur empfehlen. Auch da wieder der Tobi beraten, zweite von Union an einem Tag, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. So soll es sein. Also, die gibt es auch noch in verschiedenen Varianten. Ich würde kurz reingehen, wenn ich einmal zeigen darf, was wir noch für Varianten haben. Hier erstmal hier oben haben wir noch die Varianten der Noramis-Taucheruhr, die ich hier anhabe. Aber auch da, hier in so einem leichten Grau, das wirkt jetzt fast ein bisschen blau, aber das ist eher ein Blau. Und hier in einem Schwarz mit rosé-goldenen Akzenten. Sehr, sehr fein. Nochmal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen lesbarer, ohne diesen Wabenlook. Ein bisschen dezenter, ein bisschen edler vielleicht, weniger sportlich, Ticken günstiger. Meines Erachtens tolle Option, hier eben in der Belisa-Kollektion. Belisa, wie seht ihr das? Zeigerdatum aus der Mitte ist cool. Immer, ne? Pointer Date hat schon was, finde ich. Wenn es nicht dann überladen wirkt. Aber ich mag Pointer Date auch immer sehr, sehr gut. Das wird ein 7751 sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch da wieder, ne? Die Spezifikation, die fragt Union explizit an. Die haben dieses rote Telefon, was direkt zur ETA in die Schweiz führt. Das haben sie mir damals erklärt. Aber sicherlich wird die Basis da liegen, ja. So, das ist ein sehr eigenständiges Ziffern, das sagt der Florian, gefällt mir sehr gut. Schwarz-Rosé ist traumhaft, in Schwarz noch viel schöner. Schwarz-Gold ist sehr schick. Ja, freut mich, gut, dass ich da nochmal rausgeguckt habe. Und der Stefan sagt, die ist auch nicht hässlich. Ja, haben einige gesehen, die nicht hässlich sind von Union heute. Das freut mich, dass ihr das alle so seht. Ich sehe es nämlich auch so. So, Anzahl der Pulse hängt von der aufgedruckten Skala ab, meist 15 oder 20. Also da müsst ihr ein bisschen darauf achten, das, was ich eben gesagt habe, gilt nicht für alle, sondern gilt für die, kommt auf die Skala an. Einmal kurz vorher nachfragen. Okay, weiter geht's im Takt. Ich habe hier noch eine Fliegeruhr für euch. Ihr habt nach der Fliegeruhr gefragt. Hier ist die Fliegeruhr. Auch in der Belisa-Kollektion, heißt hier bei Union Belisa Pilot Gangreserve. Natürlich Fliegerlook par excellence, fette Schwertzeiger, guter Kontrast zwischen einem dunklen Ziffernblatt und hellen Zeigern. Wir haben dieses schöne Lederband mit den Nähten dran oder mit den Nieten dran. Sehr, 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 sehr cooler Look. Relativ, ja, ist keine überdimensionierte Krone. Es ist eine große, eine griffige Krone, aber nichts Überdimensioniertes. Und hier vielleicht nochmal der Blick von der Seite. Auch da sehen wir wieder diese aufgesetzte Flanke, aufgeschraubte Flanke, die es im Service eben einfach einfacher macht, dass da nicht rumpoliert werden muss, sondern es wird einfach ausgetauscht, wurde mir da gesagt. Und hier eben eine Gangreserve drauf. Ihr seht hier eine 40 am Ende. Ich schätze einfach mal, dass die Uhr 40 Stunden Gangreserve hat. Plus wir haben hier auf 3 Uhr ein Datum. Du siehst also 7, 8, 9. Bei 8 ist gerade der Pfeil. Das heißt, das ist heute das Datum. Kleine Schallplattenrifflung so drumherum. Sehr, sehr schöner Look. Ist auf jeden Fall eine der beliebteren Pilotenuhren von Union Glashütte. Es gibt noch ein paar andere. Schaut da gerne sonst mal nach. Aber die ist auf jeden Fall eine der beliebteren, würde ich einfach mal sagen. 2250 Euro. Lass uns kurz die Fakten angucken, auch die Größe. 45. Es gehört sich für eine Fliegeruhr etwas größer zu sein. Deswegen 45. 100 Meter Wasserdichtigkeit. Und hier ist ein U2897. Wahrscheinlich, weil es ein älteres Uhrwerk ist, tatsächlich noch einen Ticken näher an einem Basis-ETA-Werk dran. Mehr Details habe ich dazu leider gerade nicht. Und hier steht nichts mehr mit Gangreserve drauf. Also wir müssen der Anzeige auf dem Ziffernblatt vertrauen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das sind 40. Wenn wir es hochgreifen, vielleicht 42. Nichtsdestotrotz, schicke Uhr, cooler Flieger-Chrono, ist ein Automatikwerk. Und
Das einmal kurz zur Pilotenuhr. Was sagt ihr? Na, die IWC Big Pilot in 41 ist doch auch groß. Ich glaube, die IWC Big Pilot gibt es in 43 und 46, aber die sind alle groß. So viel steht fest. Die erhabenen Zahlen, genau, so ein bisschen ne, dieser 3D-Effekt, absolut. Und der Markus sagt, die Datumsanzeige findet er nicht gut, weil du wahrscheinlich nicht ein Datum klar hast, sondern die 7 und die 9 auch noch dabei hast. Ist hier vielleicht ein stilistisches Mittel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin da bei dir, finde es auch ein bisschen einfacher, wenn man, ja, wenn es einfach nur eins ist. So. Bum, bum, bum. Betrifft Billy sagt Chronograph Mondphase. Der Henry hat nachgesehen. UNG 25S1 hat Siliziumspiralfeder. Vielen, vielen Dank, Henry. Danke für den Nachtrag hier. Ich glaube auch, ja, die machen, weil das ist auch ein neueres Modell und da nehmen die keine Gefangenen. Da packen die einfach eine Siliziumspiralfeder rein. Innerhalb der Swatch Group, die haben einfach mit Nivarox da eine Möglichkeit, Siliziumspiralfedern zu produzieren im großen Stil und dann bauen die das halt da rein. So ist es. Flieger ist nice, gefällt gut. 42 Stunden Gangreserve, danke dir, Korn. Sehr gut, kurz nachgeguckt. Teamwork, ne? So genau so soll es sein. I like it. Vielen, vielen Dank. Und der Rainer wird ein anderes Band dran packen. Fair enough, funktioniert ja. Das Datum ist in einem Luftfahrzeuginstrument nachempfunden, also ein Stilelement, genau. Ist vielleicht nicht 1:1 Funktion, aber ist es eher, ist es halt so wie in einem Element in einem Cockpit, ne? Genau so ist es. Und der Jürgen sagt, eine Flieger fehlt noch. Union macht da viel für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gefällt mir gut. Way to go. Schön. Freut mich. So, wir haben noch zwei Uhren dabei. Und wir gehen jetzt, weil vielleicht so ein bisschen, um ein bisschen zurückzugehen. Union Glashütte kommt nicht aus einer Sportuhrenwelt. Die kommen nicht aus dem Rennsport. Die kommen nicht aus der Fliegerei. Die kommen aus der Taschenuhrproduktion. Der Johannes Dürrstein und Friedrich Dürrstein, der Johannes war der Gründer, der hat am Anfang exklusive Vertriebsrechte gehabt für Lange und hat dann seinen Dürrstein-Uhrenhandel in Dresden eröffnet. Und erst später, als er die exklusiven Vertriebsrechte für Lange verloren hat, ist er nach Glashütte gegangen und hat dort angefangen, eigene Uhren zu produzieren. Sehr erfolgreich tatsächlich, hat auch Wettbewerbe gewonnen und in Chicago bei der Expo, glaube ich, auch vorgestellt. Große Komplikationen, richtig toll, tolle Sachen gemacht. Aber die kommen halt eher aus dem Klassischen. Angefangen hat das Ganze 1893 und deswegen ist auch, hat die Union auch eine Kollektion, die nennt sich 1893, Johannes Dürrstein. Das ist so zu Ehren des Gründers. Und auch da machen die heute noch viele, viele tolle Sachen. Und zwar zeige ich euch einmal mein Favorit, beziehungsweise mein Favorit ist der zweite tatsächlich. Das hier ist das, was Preis-Leistung, wenn man über Leistung sprechen möchte bei Luxusuhren. Aber was diese Uhr hier aufs Parkett zaubert, ist meines Erachtens Wahnsinn für diesen Preis und eben auch für diese Güteklasse an Uhr. Ne? Wir haben hier ein sehr, sehr klassisches Design. Wir haben hier eine Eisenbahnminuterie drumherum. Wir haben hier gebläute Zeiger. Wir haben hier eine Mondphase, auch wieder ein Pointer-Date. Die Basis, ihr kennt das wieder, ist da häufig ähnlich bei den Union Glashütte Uhren, weil die Werke natürlich, die da zugrunde liegen, sich ähneln. Aber was die hier in dieser Kollektion gebracht haben, mit den Ziffern, die müssen natürlich gefallen, aber ich finde trotzdem, dass das ein ganz, ganz klassischer Zeitmesser ist, der eben viele Komplikationen hier vereint, ohne dabei ein Chronograph zu sein. Also trotzdem hier einfach einen Kalender drauf zu packen. Ist ein Handaufzugswerk. Das heißt, wir haben hier auch eine Dreiviertelplatine drin. Jetzt wäre es natürlich genial, wenn unser Online-Shop auch ein Bild davon hätte. Ich würde die tatsächlich einmal ganz kurz googeln, damit ihr das einmal sehen könnt, weil Dreiviertelplatine ist eines der Markenzeichen von Uhren aus Glashütte. Und ich glaube, da lohnt es sich einmal drauf zu gucken, damit wir da einfach ein Gefühl für kriegen. Hier haben wir den Blick, das ist doch das gute Stück. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht irgendwo bei der Konkurrenz auf der Webseite lande. Ne? Ja, ist ein Blog nur, alles klar. Also hier seht ihr einmal das Uhrwerk. Und das ist, jetzt kommt hier die Werbung,
Das ist das Uhrwerk und hier seht ihr die Dreiviertelplatine, also das hier, weil das ist ein Handaufzugswerk und das sind drei Viertel, die hier die Basis abbilden. Dann hast du den Unruhkloben, der die Unruhe festhält und so sieht das Ganze dann aus, wenn es eben eingelassen ist. Und das ist ein schöner Blick, wie ich finde. Du hast die Chatons dabei, du hast gebläute Schrauben, du hast die Glashütterstreifen, du hättest eventuell noch eine Schwanenhalsfeder hier haben können, du hast hier eine Siliziumspiralfeder drin, die gebläuten Schrauben, das sind alles Markenzeichen für Glashütteruhren. Und das finde ich einfach genial, dass die das hier reinbringen in ihre Uhren und das eben für so einen Preis, meines Erachtens. I like it. Also ist nicht mein Fall. Ich bin eher so bei sportlichen Uhren. Aber wenn man so was Dressiges haben möchte mit Komplikationen, dann kannst du Glashütte für so einen Preispunkt am Handgelenk haben. Was willst du denn mehr? Also finde ich nicht verrückt. Genau, der Henry sagt, viel Spaß beim Einstellen der Uhr, weil du natürlich mit Monat, Datum, Tag, Mondphase und so weiter, ohne Automatikuhr bleibt die stehen und dann musst du natürlich immer nachjustieren. Kann ich verstehen. Das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Aber das gehört halt dazu, ne? Das ist dann eben als Handaufzugswerk was Besonderes. Sieht wirklich schön aus, aber Handaufzugswerk und Mondphase wären nicht meins. Lieber Automatik, dann Uhrenbeweger. Uhrenbeweger müssen wir drüber sprechen. Müssen wir nicht drüber sprechen. Das nächste Mal fragen wir den Nico wieder, dann haben wir eine klare Ansage. Aber grundsätzlich, ihr wisst, was ich meine. Der Ralf sagt, die an meinem Arm, das wär's. Sehr elegant. Ich sehe da eine 80er, 90er Chronoswiss im Design, was cool ist, aber geht nur mir so. Habe ich gerade gar nicht vor Augen tatsächlich, sorry dafür. Und der Andreas sagt, keine Marktmitbewerber, das freut mich sehr. Wir haben da eine gesunde Paranoia, sagen wir es so. Ist was für eine One-Watch-Collection-Antwort auf den Henry. Okay, also das ist die Uhr Nummer 9, meine ich, gewesen. Und jetzt kommt Uhr Nummer 10 und wir bleiben in dieser 1893 Johannes Dürstein-Kollektion. Denn da haben die auch wieder einen Handaufzug, aber die haben dort einen Chronographen vorgestellt. Und zwar diesen Chronograph. Ein wunderschönes Design, wie ich finde. Auch hier wieder super klassisch. Die ist ein bisschen größer tatsächlich, die Uhr. Wirkt vielleicht gar nicht so. 42 mm. Ja, größer ist natürlich relativ, Benedikt. Schönes Design, richtig schöner Trikompax hier mit 369 Aufteilung. Wir haben gebläute Zeiger. Wir haben auch hier wieder einen Glassichtboden, sodass du da auf das schöne Uhrwerk gucken kannst. Wir haben, ja, das Datum auf 6 Uhr in den Totalisator drin. Wir haben diverse Eisenbahnminuterien, also hier einmal drumherum in jedem einzelnen Totalisator eine Eisenbahnminuterie. Ich finde das super edel und auch wenn es das, glaube ich, nicht ist, erinnert mich das Ziffernblatt, die Farbe und der Style davon immer an Emaille-Ziffernblatt. Das hat so ein bisschen leichte Spiegelung, sieht man natürlich nicht auf so einem Rendering, aber ja, mir geht es auf jeden Fall immer so, wenn ich die Uhr in der Hand habe und finde ich super schön. Zudem machen diese schlanken Drücker hier eine echt schlanke Silhouette. Das finde ich auch immer cool, weil die dann nicht so breit wird, nicht so groß wird und deswegen ist das hier meine 10. Uhr, die ich euch gerne mitbringen würde von Union Glashütte. Eine wirklich toller Chronograph, Handaufzug, 42 mm, 100 Meter Wasserdichtigkeit, obwohl das aussieht wie eine Dresswatch, hast du hier 100 Meter Wasserdichtigkeit. Die denken einfach mit über Alltagstauglichkeit und haben auch hier eine Siliziumspiralfeder drin, 60 Stunden Gangreserve, ja, Handaufzug, aber hat eine Moonwatch auch, ne? Also wenn man sowas will oder wenn man sowas in die Sammlung hineinlassen möchte und das in seinen Alltag einbauen möchte, sicherlich eine tolle Uhr, die eben hier auch für einen guten Preis, wie ich finde, zu haben ist. Weil nennt mir andere Handaufzugschronographen für 3.100 Euro. Ich kenne nicht so viele, also zumindest nicht aus der Güteklasse. Klar, eine Seagull oder sowas könnte man da jetzt nennen. Aber ganz ehrlich, kannst du nicht vergleichen, meines Erachtens. Also so ein China-Ding aus der Maschine oder so ein fertig geschliffenes Teil aus Glashütte, das macht schon mal noch einen ganz großen Unterschied. Der Jürgen sagt, ein klein wenig portugieser Chronograph. Ja, einfach elegant, einfach zeitlos, ist was sich gut anfühlt. Keine abgeschnittenen arabischen Ziffern, sagt der Christoph, sehr gelungen, absolut. Er hat sich einfach dagegen entschieden, dann einfach die Ziffern komplett weggelassen. Stört einige Leute, auch mit den abgeschnittenen Ziffern, bin ich absolut bei dir.
Und der Andreas sagt, lieber Handaufzug, eine viel persönlichere Beziehung zur Uhr. Ja, und das gibt auch Routine, ne? Du musst die Uhr immer wieder in die Hand nehmen. Patek ewiger Kalender mit Chrono hat auch Handaufzug. Also, keine Ausreden. Danke, Wolper. Finde ich gut. Meine Schwester meinte kürzlich, dass die Union von hinten super aussehen. Absolut. Also mit den gebläunten Schrauben alleine, da finde ich, dass, ja, manche Leute sagen, ja, da musst du die Uhr andersrum anziehen, ne, weil es schöner ist. Aber ich find das auch schön, ne, das ist dann nicht so ein, die Werke können ja gut sein, aber wenn sie nicht gut aussehen, das ist ja völlig legitim, ne? Aber wenn sie dann eben noch gut aussehen und ein schönes Finish haben, ist das für mich ein absoluter Pluspunkt und Union macht da, wie gesagt, nimmt da keine Gefangenen. Genau, ich habe es gerade gelesen. Hier, der Korn sagt Emaille oder Porzellan. So in der Art, da denke ich immer dran bei der Uhr. Und das freut mich echt, dass sie das so gut hinkriegen. Einfach toll mit den blauen Zeigern, Balsam für die Augen. Ist so, toller Klassiker. Und das Aufziehen dauert im Gegensatz zur ersten weniger als 6, 7 Stunden. Das ist doch praktisch. Stimmt. Sieht so ein wenig aus wie Emaille, habe auch so gar nicht betrachtet. Schaut sie euch an, ich find's cool und finde, dass wir hier wirklich eine sehr, sehr breite Auswahl gefunden haben von Union-Uhren, die mir gut gefallen, die ich glaube, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Und wenn ihr es besser kennenlernen wollt, sagt uns gerne Bescheid, ne? Also ihr könnt die gerne bei uns im Laden anprobieren. Sowohl in Köln als auch in Berlin führen wir Union. Ist eine Marke, mit der wir ja, eine echt gute Beziehung führen. Ich habe die angehauen und gesagt, ich bin eh im Osten. Könnt ihr mich einladen oder kann ich mich selbst einladen für die Sachsen Classic? Und die waren sehr, sehr herzlich und sehr, sehr positiv. Und ja, und falls ihr mehr Interesse habt und das Video noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt auf unserem YouTube-Kanal vorbei und guckt euch das Video von der Manufaktur an, beziehungsweise von der Produktion in Glashütte. Das ist ein tolles Video geworden und ich glaube, da kann man auch das ein oder andere mitnehmen. Cool. Ich sehe schon hier, ein paar Leute verabschieden sich. Das wäre auch gleich mein Punkt. Frage an euch: Seid ihr schon in der Alter Community angemeldet? Wenn ihr die E-Mail noch nicht eingetragen habt, gibt kein Spam, gibt lediglich gute Infos für Themen, die so um Alter herum passieren, um Events, um coole neue Kollektionen. Wir versuchen, einen Überblick zu schaffen über unsere Marken und über unsere Kollektionen. Tragt euch da gerne ein. Vergesst nicht, am 1. September findet das Fortis Event statt in Berlin ab 17 Uhr. Fortis Afterwork mit dem CEO, mit dem Jupp Philipp. Und vergesst natürlich nicht unseren Alter Weekend Wrist Shot. Auch da, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, nutzt diesen Hashtag. Dann zeigt ihr uns, dass ihr Teil der Community seid und dass wir sehen können, was die Community so trägt. Und der Severin in seiner Sprechstunde geht da auch immer gerne drauf ein. Yes. Jetzt kommt der Favorit, Noramis Datum Sport, kommt auf den Weihnachtsmann-Wunschzettel. Also hier, das Teil hier in verschiedenen Farben auch erhältlich. Ich kann es gut nachvollziehen, ganz ehrlich. Also ist eine schöne Uhr, fühlt sich gut an. Danke euch fürs Einschalten. Florian ist raus. Da waren einige dabei, die du noch nicht kanntest. Genauso soll es sein. Dafür habe ich das gemacht, ja. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, um mit mir gemeinsam ins Wochenende zu gehen. Ich habe so gut wie gar nicht getrunken, mir wieder den Mund fusselig gequatscht. Aber so ist das. Dafür bin ich ja auch hier, ne? Deswegen euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ja, bleibt gesund und genießt eure Uhren. Viel Spaß damit und bis dann. Haut rein.